Und doch nimmt der einzelnen Menschen die Freiheit, für sich selbst und ihre Familie zu sorgen, weil er annimmt, dass das, was wir zu hunderten Jahren hier erkämpft haben, einem Lebensstandard, dass die moralischen Implikationen, die dabei mitkommen, dass das, was wir von uns erwarten und wie wir Arbeit sehen, dass das in jedem anderen Teil der Welt, die diese Entwicklung noch nicht durchgemacht hat, genauso ist. Das halte ich für falsch. Es gibt Unterschiede auf dieser Welt. Und da müssen wir es aber auch ansehen, dass dann die Bedingungen, unter denen Sachen gemacht werden, auch wirklich unterschiedlich sein können. Dass wir eben erstaunlich wenig universale Sachen auf dieser Welt haben. Und das zum Zweifelsfall Leuten erlaubt sein sollte. Zu schuften, sich zu schinden und Dinge zu tun, von denen wir nicht mal träumen könnten, dass das ein Mensch mit sich machen lässt. Einfach nur, weil sie es immer noch für besser halten als vorher, weil es eben keine anderen Maßnahmen gibt an dieser Stelle. Daniel hat es mit dem Wettbewerbsvorteil über diese niedrigen Lohnkosten so einfach mal weggefegt und gesagt, sie haben ja immer noch die Sonne. Und damit funktioniert es auch. Das Problem ist, es gibt nicht nur ein Land auf dieser Welt, wo sich Daniel bräuchen kann, sondern eine ganze Menge davon. Und die ganzen Länder sind immer noch im Wettbewerb. Und der Bedarf an Produkten, die diese Sonne brauchen, ist nicht so groß wie das Angebot. Das heißt, wir können nicht einfach sagen, alle diese Länder werden dann gleichermaßen produzieren, sondern es gibt auch hier einfach Unterschiede. Es kommt ja auch wirklich darauf an, in welcher Stadt wird das produziert, in welchem Land wird das produziert. Wenn wir davon ausgehen, dass einfach nicht jeder von diesen Leuten Arbeit kriegt, dann geht es eben nicht, wie die Sache, wie Daniel sagt, nicht. Dann ist es nämlich wirklich, wenn eine Firma pleite geht in dieser Region und sie der einzige Arbeitgeber da war, die einzige irgendwie Möglichkeit, auch mit irgendwie an Devisen, an Geld in irgendeiner Form ranzukommen in der Region, dann fällt das Ganze weg. Dann ist das Einzige, was in dieser Region da ist, weiter praktisch eine Wirtschaft, die einfach nur auf irgendwelchen Handelsprodukten ist, wo einfach nicht richtiges Geld da ist, was ein bisschen flexibler ist, sondern wo wir im Grunde eine Tauschwirtschaft haben. Wir haben noch einen relativ großen Teil in dieser Welt, wo es einfach nur darum geht, ja, ich produziere jetzt diese Rüben, du produzierst das, ich leite dir für meinen Esel aus und damit handeln wir. Aber das Problem ist, damit kann ich mit dieser Art des Handels, kann ich wirklich nur mit den Leuten in meinem direkten Umfeld, bei denen ich Hand zu Hand so etwas tauschen kann. Aber wir glauben, dass es effizienter ist, wenn wir diese flexible Sache, die wir Geld nennen, haben. Aber dafür brauchen wir erstmal externe Leute, die dieses Geld haben, da brauchen wir irgendeine Möglichkeit, da ranzukommen. Auch dass wir damit dann Sachen wie Investitionen für die Zukunft, Sachen, die sich aufbauen, dass wir diese ganzen Sachen da drin haben können. Und das funktioniert alles nicht mehr. Dankeschön. Dann die Sternenkartenfrage. Einerseits ist das nur bei relativ wenigen Produkten so, praktisch alles andere kann in irgendeiner Form ersetzt werden. Oder im Zweifelsfall, wenn irgendwelche Luxusgüter teurer werden, dann braucht man halt weniger davon. Selbst bei diesen einzelnen Sachen, wie von mir Apple-Computern oder iPhones, auch hier ändert sich was, wie auch Niklas davor schon erzählt hat. Im Zweifelsfall, wenn die Arbeitskraft teurer wird, dann verzichten wir auf Arbeitskraft. Dann machen wir Roboter. Foxconn baut gerade von ihren irgendwie 200.000 Stellen ab und setzt dafür 20.000 Roboter hin, weil es sich da mittlerweile lohnt. Einfach nur aus dem Grund, dass sich die Lohnkosten um irgendwie ein paar Euro am Tag oder sowas erhöht haben. Zwar für uns klingt es nach gar nichts. Allerdings das war schon genug, dass die ganzen Leute da jetzt keine Arbeit mehr haben. Und ich glaube, das ist es einfach nicht, wovon die Leute in dieser Region profitieren. Daniel. Konrad, warum kriegen wir bei uns den Mindestlohn ein? Weil wir überzeugt sind, dass die Wertschätzung der Arbeit gut ist. Selbst wenn ein paar Menschen dafür den Job verlieren. Denn für die Gemeinschaft und für diejenigen, die Arbeit haben, ist es deutlich besser. Also insgesamt Nutzen steigen. Wenn wir in eine Welt kommen wollen, wo wir sinnvolle Arbeitsbedingungen haben, wo wir einen Handel haben, in dem alle zufrieden sein können, wo es Produkte gibt, die wir alle haben wollen, aber wir von einer Region ausgehen, wo es momentan gar nichts gibt, dann müssen wir irgendeine Möglichkeit finden, diesen Markt auch nur, dieses Produkt, dieses Handelszeug überhaupt da hinzukriegen. Und genau das verhindert ihr. Denn was hier passiert ist, dass ihr große Teile der Welt komplett vom Handel ausschließt, komplett von den Produktions- und Verkaufsprozessen ausschließt, weil nicht die Bedingungen da sind, in diesen Ländern, die strukturellen Bedingungen, dass es sich lohnen würde, unter diesen Fairtrade-Bedingungen zu zahlen. Weil es sich einfach nicht lohnt, höhere Löhne zu zahlen, weil es einfach nicht die richtigen Straßen gibt und dadurch hier an dieser Stelle Kosten entstehen. Dankeschön. So, zwei Sachen relativ schnell. Nochmal die Freiheit, sich ausbeuten zu lassen und das Recht praktisch die Hand sich leben zu nehmen. Ach, das hat man schon. Machen wir das erste andere, ich komme gleich zurück. Der Handel, was eine relativ spannende Sache ist, wenn das Ganze passiert ist, dass der Handel innerhalb dieser armen Länder leidet und der Handel auch zum Beispiel zwischen den afrikanischen Ländern leidet. Das liegt daran, dass wir über Fair Trade, was nur mit dem Westen passiert an dieser Stelle, dass wir da einfach einen viel höheren
Absatz, einen viel höheren, also Löhne einerseits auf der einen Seite und viel höhere Verkaufskosten auf der anderen Seite garantieren können. Das heißt, wir subventionieren praktisch mit westlichem Geld den Teil der Arbeiter, den Teil der Firmen, die nicht für das Lokale, für den lokalen Markt produzieren, sondern die ins Ausland exportieren wollen. Wir haben heute schon das Problem, dass in ganz vielen Ländern, wo wirklich bittere Hungersnöte herrschen, dass eben kein Essen da angebaut wird, sondern dass irgendwelche Cashcrops produziert werden und ins Ausland verkauft werden, weil da mehr Geld drin ist. Was diese Regierung macht, ist Cashcrops nochmal so viel effizienter zu machen, was die Produktion angeht, weil wir ihnen plötzlich viermal so viel Geld geben. Und dann ist es die Sache, da profitieren dann wirklich nur die Grundbesitzer davon, die das Ganze verkaufen können. Alle anderen Leute, die kleinen Menschen, die einfach davon abhängig sind, dass sie möglichst günstig produziertes Essen zum Beispiel haben, das gibt es einfach nicht mehr, weil noch viel mehr die Anreize in eine andere Richtung verschoben werden. Weg vom Essen hin zu ganz normalen Produkten. Wenn es jetzt darum geht, dass ich irgendwelche Kleinteile zusammenbaue, dass ich irgendwelche Kleiner nähe und das in den Westen verkaufe und dafür und da einfach ein Vielfaches kriege, was ich kriegen würde, um es in irgendein anderes afrikanisches Land zu verkaufen zum Beispiel, dann sorgt es dafür, dass es da weniger Angebot gibt und die Preise deshalb höher bleiben. Und wenn das jetzt nicht die Klamotten sind, sondern zum Beispiel die Kleinteile, kleine technische Geräte, die für uns nicht so kompliziert sind, einfach nur Sachen wie Taschenrechner, irgendein so kleines elektrisches Spielzeug, was aber notwendig dafür ist, um eine funktionierende Wirtschaft aufzubauen, weil es einfach so viele technische Aufgaben leichter macht. Aber die komplette Technologisierung dieser Region wird damit abgestellt ein Stück weit, weil es einfach so viel schwieriger wird, in dieser Region zu handeln, statt mit außerhalb. Das heißt, wir haben ja mehrere große Mechanismen, wie wir langfristig die Regionen blockieren und weiterhin die Dominanz des Westens hier haben. Nämlich einerseits, dass wir viele Regionen einfach überhaupt kein Einkommen von außerhalb generieren können, weil sie einfach so solche Wettbewerbsnachteile schon haben und nicht die Möglichkeit kriegen, den gleichen Kreislauf des Fortschritts hier zu durchlaufen. Und gleichzeitig, weil es einen Anreiz gibt, dass sie die Handelsbeziehungen eben nur mit dem Westen machen und nicht untereinander an dieser Stelle. Was für die Leute langfristig in diesen Bedingungen jedoch so gerne verhindern würde. Und deshalb, Ausbeutung, es klingt nicht so schön, aber auch nicht mal so.